In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, heißt es im Kolosserbrief. Ich habe uns heute einen Schatz mitgebracht, der mir besonders wichtig ist, und das ist dieses Kreuz hier. Es hängt in unserer Küche seit 21 Jahren. Ich habe es geschenkt bekommen von meiner Kollegin Susanne Zimmermann. Und passend zu diesem Kreuz habe ich uns einen Text mitgebracht. Sie kennen ihn vielleicht, das ist ein sehr alter Text. Da heißt es, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Ich bin für Gott wichtig. Ich bin für Jesus wichtig. Das sagt mir dieser Text und es sagt mir auch dieses Kreuz hier. Das ist ja kein gewöhnliches Kreuz. Es ist ein Kreuz, in dem nicht Jesus Christus hängt, oder auf dem nicht Jesus Christus hängt, sondern auf dem eine Frau in seiner Mitte zu sehen ist, eine ganz normale südamerikanische Frau mit weit ausgebreiteten Händen, in einer segnenden Geste vielleicht, oder sie ruft uns auch vielleicht einfach nur in ihre Mitte, heißt uns bei sich willkommen. Um diese Frau herum sind andere Frauen aus Südamerika gruppiert, die ihre Arbeit tun. Alltagsszenen, eine Frau, die unterrichtet, eine Frau bei der Ernte, eine Frau, die ihr Kind auf ihrem Schoß wiegt, liebevoll. Eine Frau, die andere Frauen unterrichtet, vielleicht gibt sie ihnen Worte aus der Bibel wieder. Lehrt sie über Gott. Und ganz oben eine Frau bei der Feldarbeit. Alle diese Frauen sind wichtig, denn sie geben das weiter, was Gott wichtig ist. Sie geben Liebe weiter. Sie geben Bildung weiter. Sie sorgen für Nahrung, geistliche Nahrung und ganz körperliche Nahrung, Nahrung, die uns stärkt. Wir sind Gottes Hände, Füße, Lippen, Gottes Hilfe, damit sich sein Wort ausbreitet in unserer Welt. Das sagt uns dieses Kreuz und es sagt uns der alte Text. Wir sind Gottes Schätze und jede und jeder von uns ist für Gott wichtig.